Hallo, willkommen zu Change Daily. Ja, eine Hängematte ist nicht gleich eine Hängematte. Wir sind extra nach Österreich gefahren, um die Jungs von Ticket to the Moon zu treffen, die die Hängematte mit einem richtig coolen Lebensgefühl verbinden und mit ihrem Produkt auch noch weltweit richtig coole andere Projekte unterstützen. Ich bin über die Festivals reingerutscht. Ich bin einmal mitgefahren auf das Boom Festival, habe dort ein bisschen verkauft und eben diesen Stand betreut und habe einfach gesehen, wie viel Emotion dadurch transportiert wird an die Leute, wie viel Dankbarkeit da eigentlich entsteht, wie cool die Leute das gefunden haben. Prinzipiell ging es dann dabei auch um irgendwie den Lifestyle irgendwie neu zu kreieren. Nicht nur, dass der Lifestyle leichter und mehr Spaß machen soll, sondern eben auch vor allem mehr Komfort. Dabei aber nicht die abenteuerliche Seite irgendwie zu verlieren. Das bedeutet, dass man raus in die Natur geht. Wo man die Möglichkeit nicht hat, ein Zelt aufzubauen, ist eine ideale Alternative, eine Hängematte ab vom Boden zu installieren. Made in Utopia ist ja so unser Motto. Und das heißt, dass wir einfach ständig am Weg zur Verbesserung unterwegs sein möchten. Was für uns halt so wichtig ist, ist eigentlich, dass die Produktion ist der Kern unserer Firma. Also der Charlie, unser Gründer und Partner, der ist ja nach Bali gekommen, hat diesen Stoff entdeckt und hat dann angefangen, Hängematten zu machen aus diesem Material, das elastisch ist, was sonst noch keiner gemacht hat vorher. Und so ist es sozusagen gewachsen rund um das, wo er lebt. Und eben der Stefan jetzt auch permanent seit, glaube ich, 5 Jahren in Bali lebt. Und wir sozusagen nicht wo produzieren lassen, sondern wir produzieren zu Hause. Es ist ein wunderbares Geschenk eigentlich, die Produktion direkt im eigenen Haus zu haben. Das Schöne ist halt auch, dass das Arbeitsklima so eine Art von Familie, also wir kommunizieren es als eine Familie und so wird es auch wahrgenommen. Weil einfach das Know-how oft nicht da ist oder so viele Leute, die so gut ausgebildet sind, haben wir dann eben Nähkurse angeboten für unsere Mitarbeiter, wo dann zum Beispiel eine Putzfrau zur Näherin wird. Man versucht dann Leute wirklich dort unterzubringen, wo sie einen guten Job machen und auch Spaß dabei haben. Und ich glaube, das sieht man, jeder, der durch die Produktion die einmal besucht, der kommt mit einem Lächeln raus, weil da so viele ihm entgegenlachen, dass es einfach geil ist. Eine weitere Form ja, des Zurückgebens ist die Stiftung. Da ist eins zum Beispiel, wo wir humanitäre Arbeit leisten. Wir haben eine Solarwasserpumpe installiert für ein Tribe in Sumba Island in Indonesien. Die produzieren sie wirklich zuerst einmal für uns, um dann zu testen und dann kommen wir drauf, das können wir verfügbar machen für alle anderen auch. Und irgendwie haben dann andere Leute auch ziemlich viel Freude damit und das ist doch sehr schön. Ja. Oder was uns halt auch sehr treibt, ist zum Beispiel, dass wir jeglichen Stoff verarbeiten, dass wir da halt eine Ganzheitlichkeit bekommen, dass wir alle Stoffabschnitte in Produkte verwandeln, die man gut brauchen kann. Und so gefertigt sind, dass sie eine Generation aushalten sollten. Keep your feet off the ground, so wie wir es jetzt gerade machen. Ja. Das ist irgendwie fast wie die Faust aufs Auge.